Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wiggles. So, ich habe gerade gesehen, dass Tormod jetzt auch erwachsen geworden ist. Das heißt, egal... Nee, nicht... Okay, da muss ich jetzt 15 Minuten noch warten, der arbeitet jetzt gerade. Gut, dann lassen wir das, weil ich wollte jetzt Tormod nämlich das Buch geben und Tormod auch erstmal ausrüsten. Mit, ihr wisst schon, mit Reithamster, Kiepe und so weiter. Gut, dann lassen wir das jetzt aber erstmal. Das sehen wir uns auf, wenn Tormod fertig ist mit Arbeiten. Und dann werden wir natürlich auch seine Arbeitszeit... Ach, die lasse ich so, was soll's. So, hier wird jetzt endlich unsere Brauerei aufgebaut, was mich nochmal zum Entschluss kommt, ob sie jetzt hier die Farm endlich auch abgebaut haben. Yay, juhu, sie haben. Sehr gut. Dann kann die nämlich auch mal nach unten wandern. Immer doof, dass hier echt so wenig reinpasst. Ich würde hier einfach so andersrum drehen, aber das kann man ja nicht, ne? Haha. Das ist echt immer doof, dass hier so eine riesen Höhle und da passt nichts rein. Boah. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal hier. Hier wird hoffentlich irgendwann mal das Wohnzimmer hinkommen. So, dann schauen wir natürlich, was wir jetzt hier oben alles noch haben. Das ist die oberste Leiste. Okay, da ist nichts mehr. Was ist hier oben noch? Achso, das sind die Fallen. Ansonsten dürfte hier eigentlich nichts weiter sein. Genau. Nichts Wichtiges auf jeden Fall mehr. So, dann haben wir jetzt hier natürlich das Lager. Noch eine Küche. Die müsste auch noch unten. Haben wir drei Küchen? Eins? Ne, wir haben nur zwei Küchen, ne? Die Küche und die hier unten die Küche. Glaube ich. Ja. Gut, dann werden wir das jetzt auch langsam mal abbauen hier. Küche. Das hier. Brauchen wir dann ja auch nicht mehr? Nö. Gut, wo setzen wir denn jetzt hin? Ich meine, wir ziehen ja weiter nach unten. So viel ist ja klar. Können wir hier neben, können wir nichts weitermachen. Ist ja auch zu weit entfernt, glaube ich, für die Produktionsstellen. Wir müssen dann hier weiter. Diese doofen Zwischenhöhlen immer. Oh. Ich weiß aber auch nicht, ich glaube, hier passt auch keine große Höhle hin. Doch, passt. Ja, cool, dann machen wir das einfach mal. Und das bedeutet, oh, Freizeitwinkel, so seid ihr jetzt alle hier unten. Ja, aber nicht viele. Sind wirklich nicht viele? Ja, sind nicht viele. Da steht nur einer. Hier stehen sechs. Hm. Das ist immer so gemein, wenn ich denen die Freizeit klaue. Das ist so fies. So, ihr. Er. Und du. Jetzt auch wieder den Barmann erwischt? Nee. So, ihr müsst graben. Bitte sehr. So, schauen wir mal, habe ich jetzt einen erwischt? Nee. Nicht. Ich habe keinen erwischt, der arbeitet. So. 2, 4, 6. Was machst du hier? Du machst auch Freizeit noch ein paar Minuten. Sich das noch lohnt? Wahrscheinlich nicht. Abmarsch. So. So, liebe Leute. Tut mir leid. Auch ihr müsst mit. So. Dann kommt hier nämlich jetzt die andere Küche dann hin. So ist es geplant zumindest. Ich könnte hier nicht noch so eine kleine Höhle einfach mit hinzimmern. Dann könnte ich hier einfach noch eine Farm hinbauen. Warum auch nicht, ne? Hier passt vielleicht ja auch eine hin, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, die Wiggles sind wieder beschäftigt. Gut. Tormod ist auch gleich fertig. Um den kümmere ich mich dann danach. Allerdings muss ich, bevor ich mich um Tormod kümmere, die Wiggles, die dann wieder arbeiten, die Arbeitszeit haben, die jetzt aber hier noch aktuell jetzt gerade graben,
Dass ich die dann erstmal wieder rausnehme. Ui, Dania ist sehr alt geworden. Okay. Oh je. Die nächste, die uns verlassen wird. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wer als nächstes dran ist mit der Arbeit. Die hier oben. Alles klar. Ja, dann du. Du. Achso, ich will wissen, ob die hier auch arbeiten. Graben? Sie gräbt auf jeden Fall. Okay. So, wer noch? Henning. Henning noch. So. Ihr müsst was anderes machen. Okay, dann kann ich mich jetzt um Tormod kümmern. Was machst du denn? Machst du noch was? Erntet noch Pilz, okay. Lassen wir mal noch kurz machen. Er stellt sich aber auch sehr ungeschickt an. Okay, jetzt noch aufgesammelt. Ah, nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Er hat es noch umgeschmissen jetzt noch. Okay, ich denke mal, jetzt hat er Freizeit. Ja. So, dann mal husch husch. Einsammeln. Oh Gott, wo war das? Wo lag das rum? Bis ich das wieder gefunden habe, da. Oh je. Ich versuche die Augen aufzumachen. Beziehungsweise aufzumachen. Sie sind ja offen. Aufzuhalten, meine ich. Offen zu halten, so. Ja, es ist früh am Morgen, ne? Ihr wisst Bescheid. Wo haben wir hier was? Wo haben wir hier was? Das Gefühl, ich guck mal. Da! Liebe. Tormod, da muss ich doch gleich mal schauen, mit was du so kämpfen kannst. Kampf. Tormod ist ganz unten. Nur zwei in Kampf. Ja, und wo sind die? Keine Ahnung. Von mir ein Knüppel. Ich hoffe, hier liegt ein Knüppel. Na. Hey. Tormod. Gut da. Wo bleibst du? Ja. Oh Gott, ein Rein. Ja, ich würde gerade sagen, dann renn doch mal. Lauf, Tormod, lauf. Ui, wird Zeit, dass er echt einen Reithamster kriegt hier. So, Kiepe. Schnapp dir die Kiepe. So. Reithamster. Haben wir hier noch alle liegen? Gut. Ja, du nimmst mal erstmal die Steinkeule. Die Steinkeule. Die Keule. Gut, danke. Bad. Wir essen. Okay, dann schauen wir mal, wie weit die anderen hier sind. Fertig? Fast. Aber hier ist schon mal fertig. Das ist gut. So, hier unten wollte ich jetzt noch die Küche aufbauen lassen. Ach halt, bevor die dann hier wieder verschwinden. Die müssen ja noch die kleine Höhle da noch schnell graben. Dann lasse ich die auch erstmal wieder laufen. Toll. Eine Stücke könnte da mal jemand graben, weil dann laufen die ja wieder hin und her. Das ist ja total blöde. Danke. Du könntest auch schon mal dahin marschieren. So. Alles klar. Weiter geht's. Ich glaube, die sind danach auch wieder mit Arbeiten dran. Oh je. So, einige haben kaum noch Freizeit. Das ist natürlich schlecht und man merkt es auch, weil kein Nachwuchs jetzt momentan kommt. Aber das muss jetzt erstmal noch hier passieren gerade. Wir müssen erstmal.
erstmal das, was oben in der Reihe ist, da, also ne, in der obersten Linie. Was ich da gerade als abbaue, das muss jetzt erstmal hier nach unten wandern. Okay, das schaffen sie noch. Gut, dann, Moment, ist jetzt hier eigentlich... Nö, da ist auch noch nichts passiert. So viele Aufträge. So. Schauen wir mal kurz. Hier ist auch noch nichts passiert, okay. Gut, dann können wir erstmal nur wieder abwarten, würde ich sagen. Was machen denn die Hansels hier? Raupe, also kochen, denke ich mal. Bar. Schleppbier. Sieben gräbt. Okay, das war natürlich kacke. Okay, der perkt Mittelalterküche ein. Okay, das ist gut. Ja, Dania ist jetzt fast tot. Wo ist sie denn überhaupt? Okay, die gräbt. Ich wollte gerade sagen, ich muss die irgendwo dahin dran tragen. Oh, wo ich das dann wieder sehe. Ich würde sagen, nach hier. Die muss jetzt hier irgendwie... Dania? Dania. Wo ist sie denn nun? Nicht blind? Da. Dania, du musst dich irgendwie hierhin verfrachten. Das warst du doch, ne? Dass wenn die jetzt krepiert. Oh Gott, die krepiert jetzt schon. Die krepiert auf dem Weg dahin. Bis wohin kommt sie noch? Okay, an die Leiter. Na gut. Eine schöne Drehung hat sie verführt. Okay, hier sehe ich es aber auch. Gut. Ja, Anja ist an Altersschwäche gestorben. Ich habe es live miterlebt. Oh je. Gut, Anja. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Jetzt muss ich die Arbeitszeiten wieder anpassen. 5. Das nervt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh je, ich hab dann nur noch 4. 1, 2, 3, 4. Okay, das passt dann aber soweit. Ne? Die fangen dann wieder. Ja, okay, das passt dann. Gut, jetzt darf ich die erstmal wieder nicht so viel zum Graben benutzen. Jetzt müssen die auch erstmal wieder ihre Freizeit machen, damit sie hoffentlich auch wieder Nachwuchs zeugen. So, Tormod, jetzt habe ich dich natürlich total vergessen. Willst du Freizeit machen? Ja. Du solltest natürlich dieses Buch noch lesen. Das machst du mal, du stehst ja da eh gerade. Okay, Tormod hat plus 2 in Schusswaffen. Ja, super. Hätte ich ihn ja auch Schleuder geben können. Aha. Naja, gut. So ist das, ne? So, Bier. Ich sollte langsam mal wieder Bier nachmachen. Ich weiß nicht, wie viel noch da ist. So weit, so gut, würde ich sagen. Stehen noch zwei Kisten, das ist natürlich nicht dolle. So, die Farm. Die ist immer noch nicht aufgebaut. Die sollte doch nach hier unten irgendwo. Okay. Mal wieder da oben. Genau, die Küche. Ach, hier, guck mal, hier hinter der Küche war auch noch jemand gestorben. Alles klar. So, die werden wir natürlich unten auspacken. Beziehungsweise auspacken lassen. Ist ja klar. So. Gott, das ist noch rot, ne? Vorne wäre grün. Gut. Da die Küche hin. Schauen wir mal, ob sich da auch jemand gerade um das Laufrad kümmert. Ja. Sehr gut. So ist das fein. Das nehme ich mir dann auch gleich, ne? Muss ja auch wieder neben die Küche, sonst hat die Küche ja keinen Sinn. Ein kleines bisschen.
Na nun los. Und das Brett hier kann man noch aufheben. So. Husch, husch, zur Seite mit dir. Geh weg. Gehst du weg? Na gut, mach ich das anders. Auspacken. Das ist ja gerade machen. Irgendwie. Gerade. Nicht wirklich gerade. Egal. So. Küche. Wo haben wir dich? Da. Laufrad. Kriegen wir dich hier wieder davor? Das wäre doch ganz cool. Ist immer so schwierig, ja. Sehr gut. Ein bisschen Platz sparen, auch wenn das total Unsinn ist, weil wir sowieso nicht so viel hinnehmen kriegen. So, jetzt haben wir wieder viel zu viele Aufträge. Es wird sich immer noch nicht um diese Farm gekümmert. So, der, jetzt schaue ich natürlich wieder mal, was die so machen. Ah ja, da wird sich um die Farm gekümmert. Sehr gut. Okay, Grillhamster. Kittel hat Langeweile, obwohl eigentlich Arbeitszeit ist. Ah, jetzt. Gut. Ah. Okay, Pilz. Bar. Wir haben zu viele Bars. Die kümmern sich irgendwie nur um die Bar. Beziehungsweise haben wir zu wenig Wiggles. Die müssen mal wieder ein paar Kinderchens machen. Ich muss einen Barbetrieb einstellen, damit sie nur zu dem anderen gehen. Das könnte ich natürlich auch machen. Erstmal. Damit sie erstmal dann auch die anderen Sachen machen. Also hier unten ist natürlich weniger los wie da oben gerade. Vielleicht mache ich das einfach mal kurz. Ah, hier stehen doch mehrere Wiggles, obwohl nicht wirklich. Nee. Ich mache das jetzt mal kurz für eine Weile. Barbetrieb ausschalten. Und dann muss ich hier eher was anderes suchen. Kisten einlagern. Okay. Das ist auch mal ganz gut, weil so viele habe ich jetzt nicht. Und dann gehen sie halt einfach zu der anderen Bar. Und dann versammeln sie sich dort. Dann stehen da mehr erstmal. Und der andere macht, kann jetzt was anderes machen. Das macht, glaube ich, Sinn. Aber warum habe ich denn zwei Bars gemacht? Hätte ich mir denn vielleicht auch klemmen können, ne? Nur eine Bar machen sollen. Weiß es nicht. Schwierig ist das. So, wer war das jetzt? Henning? Nee. Luisa? Nee. Traubensuppe? Barbetrieb? Brauerei? Ach, hier, ja. Darf ich mal kurz gucken, was der denn so einlagert? Ja, er lagert ein. Aber was für Kisten lagert der ein? Nicht die, die ich jetzt hier bitte da auspacken lassen soll. Wahrscheinlich nimmt er die. Stimmt sogar. Alter, du kannst anstatt die aus, die einzulagern, kannst du die mal aufstellen. Das wäre mal sinnvoll. Ai, ai, ai. Gut, ich könnte mir ihn auch einfach schnappen und ihn aufbauen lassen, ne? Also, wenn der jetzt echt die Kiste da nimmt. Ja, natürlich. Nee, nimmt er nicht. Der hat doch gar nichts genommen. Will der mich veräppeln? Der hat doch gar nichts genommen. Hier, nichts ist in seinem Inventar dazu gekommen. Der tut nur so, als ob er arbeitet. Natürlich. Er täuscht Arbeit vor. Sag mal. Glaube Takt. Jetzt bin ich ja gespannt, wo der jetzt hin marschiert. Wenn er jetzt zum Lager geht und da so tut, als ob der was reinpackt, dann falle ich hier vom Glauben ab. Wirklich. Muss ich mir jetzt hier mal noch angucken. Ich glaube, ich bin. Hä? Ich schlepp da auch schon ordentlich. So, hier ist doch kein Lager. Doch, da hinten ist ein Lager.
Der wird jetzt hier unten ins Buch gehen, ne? Ja. Gut. Was machst du jetzt hier nichts? Du jetzt nichts ins Regal, du hast nämlich nichts eingesammelt. So, und jetzt kannst du da noch 2 Minuten stehen bleiben und dann ist deine Arbeitszeit rum, da hast du Freizeit. Cool. Ja. Das. Ja, toll. Jetzt hier doch noch eine Mütze auf. Genau, gehen ein bisschen. Bier brauen. Na klar, als ob. Echt. Sag mal. Frischer Tat ertappt hier. Beim Faulenzen, beim Nichtstun, beim Arbeit vortäuschen. Ich glaube, ich muss den Feuer an den Typen hier. Wer war das? Den kenne ich, merke ich mir doch. Aber sie, sie lagert jetzt auf einen angeblich. Mal gucken. Nicht wahr? Ja, genau. Ich hab's einfach mal getauscht. Schönes Stück, ey, ich glaub's ja. Okay, hier sammeln sich die Nächsten. So, die Farm, wie sieht's aus? Okay. So, ja, ich werde jetzt hier Pizza machen. Ja, Pilz ist eine gute Entscheidung. So. Sie mal stehen, oh Gott. Schön, Alter, ist der stinkesauer. Ja, es tut mir leid, wir gehen ja bald weiter nach unten. Ich kann euch nicht mehr Angebote geben. Wir haben keinen. Wir haben nichts. So, wir haben einfach nichts. Was soll ich tun? Sorry. Naja. So. Oh je, wir werden ganz bestimmt einiges. Ach, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden mit dem Umzug. Ich hab echt Bammel davor. So, und die Zeit ist schon wieder vorbei, ne? Und die Zeit rennt, das ist unglaublich. Ich hab so, was haben wir gemacht? Außer hier einen erwischt, der nur Arbeit vortäuscht. Na gut. Dennoch bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge mit dabei. In dem Sinne, macht es gut. Tschüssi.